So, es ist der zweite Weihnachtstag. Wir hoffen, dass ihr alle ganz tolle Weihnachten hattet. Und viele haben gefragt, Mensch, können denn Lulu und Leon ihre Geschenke zeigen, die sie bekommen haben? Natürlich können sie das. Das machen wir jetzt in diesem Video und euch noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Und ja, wir hoffen, dass ihr ganz tolle Weihnachten habt. Jetzt geht's weiter. Hallöchen, es ist Heiligabend und wir sind in den Vorbereitungen hier. Sag mal hallo. 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 Ne? Der Tisch wird gerade fertig gemacht. Die kleine Lulu hat leider ein bisschen Husten. Vertreibt sich die Zeit bis zur Bescherung mit Wednesday Addams. Das gucke ich das dritte Mal. Oh. Der Baum wird selbstverständlich noch angemacht und dann seht ihr das. Aber weil viele gefragt haben, macht ihr denn wieder ein Video mit Geschenken? Ja, machen wir. So, und jetzt machen wir die Vorbereitung weiter. Und dann geht's gleich mit den Geschenken weiter. Also, bis gleich. So, jetzt sitzen wir hier und warten auf die Omis und den Opi. Da läuft schöne Bescherung mit Chevy Chase. Guter Film. Das Bäumchen ist fertig. Der Leon ist auch fertig. Der Hund ist auch fertig. Kloppo. Oh, hast du ein feines Weihnachts... Halsband. Mit Glöckchen. Mit Glöckchen, das für dich hört. Ja, und ich bin der Grinch heute. Ich gehe als Grinch. The mean one. Aber du musst dazu sagen, du magst Weihnachten. Weil wer weiß, oder? Wer weiß. Oh, und Lulu inhaliert, sie hat ein bisschen Husten. Nun ja. Oh, zack, da gab's was an der Rübe. Und in alter Tradition, wir haben uns nämlich gerade noch alte Weihnachtsvideos angeguckt. Müsst ihr mal machen, Weihnachten 2016, 17, 18. 1920. Da waren sie noch recht klein. Dann sind wir immer hochgegangen und haben geguckt, wo ist der denn? Guck, siehst du den Weihnachtsmann? Wie? Der muss doch kommen, sonst gibt's doch keine Geschenke. Wer gibt die denn sonst? Ah, kommt nicht mehr so gut an. Kommt nicht mehr so gut an. Wow! Müssen wir warten, bis Mama läutet. Ja. Das hört man doch nicht, man muss Hedi. Der musste still sein, vielleicht hörst du dann auch die Rentiere vom Weihnachtsmann. Ah? Ich glaube, der Weihnachtsmann war da. Renn! Du kommst vor. Also schon zur Hilfe. Luisa ist links und so. Leon ist rechts. Ich stehe hier ja falsch. Unterwüchsen. Unterwüchsen. Oh. Eine schöner als die andere. Komm, ich zeig dir das mal, wo man das sonst macht. Nicht den Umschlag, oh, und erst an cool. Die Seite. Die Folie, wo man nicht kommen kann. Cool. Für dein Handy. Ach, Junge. Cool. Hey, die große. Leon, hey, wir machen alles gleichzeitig aus. Oh, Helm, cool. Geil. Jetzt habe ich endlich eine. Aber ruhig. Oh, in Babyblau. Ja. Mit sogar so einem Apple-Pencil, wo man den Apple-Pencil reinmachen kann. Ja. Magst du das nicht, oder? Doch, das ist mega cool. Wow, oh, Leute. Kevin, guck mal. Ich musste hier die Tasche packen, sonst hätte ich es einfach nicht. Hey, Leon. Oh. Findest du die gut? Was ist das denn? Die Vorspeise? Ah, das ja. Ist die Vorspeise. Ja, und wie heißt es? Was ist das? Das ist der Feldsalat auf Bresaiola. Das ist Rinderroschi mit Granatapfelkernen, Pinienkernen und wer möchte, natürlich, achso, auch Balsamico-Essig. Ja, so heißt das.
Und die Vorspeise mache ich. Nein, Quatsch. Die Hauptspeise mache ich. Die gibt's dann gleich. So, und wir beginnen mit dir, ne? Ja. Dann, Oh, ja. Du bist ja so ein schöner Modellautosammler und das ist ein 67er Mercedes-Benz 280 SE. Der ist sehr schön. Den hätte ich gerne, als echtes Auto. Echtes, ja, ja, ist aber nicht ganz billig, das Ganze. Ist nee, nicht ganz billig. So, was hast du dann noch gekriegt? Socken? Ja. Unterhosen? Ja, Unterhosen. Immer wichtig, dass man ordentliche Unterblinden hat, ne? Ja. Ein Turnbeutel. Ja. Turnbeutel. Ja. Oh. Seiten verliert, ne? Screen Protector, ne? Ja. Fürs Telefon. Du machst es spannend, ne? Ich glaube, die Leute sehen es aber schon. Dann habe ich ein Rätselbuch. Ein Rätselbuch. Hast du noch ein Rätselheft für Oma? Ach nee, das ist für Lisa. Dann habe ich hier so. Schuhe bekommen. Mhm. Die sind. Zeig die mal richtig. Die sind Also, die sind richtig cool von den Farben her. Teilweise mit Velour oder Windkleber, ich weiß nicht, ob das ist, aber... Schick. Mach einen schmalen Fuß, ne? Ja. Oh, das hat Kloppo gekriegt und hat übrigens schon... Gibst du's? Oma hat den Arm Oma hat den Arm schon abgerissen, den einen. Kloppo ist jetzt ein Einarmiger, ne? Macht ja nichts. Ja, wird sich auch zeigen. Ja, und Monopoly, dass wir endlich wieder schön... Zusammen, ne? Wir haben ja ein Monopoly, das ist aber das Dortmund-Monopoly. Das ist hier nicht so favorisiert. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, das Ganze. Naja. Und Klamotten hast du noch gekriegt. Klamotten, ne? Die sind aber hoch. Da müssen wir hochlaufen. Pinunsen hast du ja auch gekriegt, die müssen wir jetzt nicht zeigen, ne? Das? Ja. Oh, Pullöverchen, Höschen. Nein, das ist ein Hoodie, ne? Das ist ein Hoodie, ein Kapuzenpullover, ein Kapuzenpullover, eine Jacke, ja, und eine Hose. Ja. Bist du zufrieden? Ja, und das Hemd habe ich noch. Und das Hemd. Die Weste nicht, ne? Die Weste nicht. Nein, das Hemd. Hallo. Ja. Na denn, wenn du zufrieden bist, ist ja die Hauptsache, ja, ne? Ja, bin ich. So, und die... Lulu hat ja alles natürlich schon wieder hier hingeräumt, aber auch alles ordentlich auf den Haufen geschmissen, wie ich gerade sehe. Ja. Leon hat auch noch was vergessen, wie ich gerade sehe. Leon hat ja noch eine iPad-Hülle gekriegt. Ja. Hat er gar nicht gezeigt. Egal. Ja. Erzählt ja auch mal, wie Lulu ihre Hosen immer auszieht. Direkt auf links. So. Erstmal so eine Hose. Ja, was man aber nicht erkennt, das ist Satin. Satin? Satin! Für deinen großen Disco-Besuch, ne? Ja, mein Disco-Besuch. Ja, in 5 Jahren. Oh, jetzt. Mein Lieblingspulli. Von Michael Jordan. Wobei ich da auch ein Possible Life. Oder Leon? Nee, das ist Papa. Mein Eigentum jetzt. So eine Jacke. Mhm. Smiley World. So eine coole Hose. Das ist auch eine Cargo-Buchse, ne? Oh, das ist aber kein Satin. Nee, das ist normaler Stoff. Dann mein absoluter Favorit. So Schuhe. Mhm. Und? Das gehört da nicht zu. Da habe ich hier noch eine iPad-Hülle. Mit einem Stiftehalter. Hier mit einem Stiftehalter. Mhm. Eine Katze. Das heißt Suppenthermoschüssel. Suppenthermoschüssel. Ja, machst die Suppe heute rein, ist sie morgen noch warm. Hier mit einigen von Süßigkeiten. Ja. Auf der Kiste liegt auch noch was. Ich weiß. Da hinten liegt auch. Auch eins meiner Favoriten. Dann habe ich hier ein DIY Makramee Settings. Minis, ne? Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber macht ja nichts. Ja, da kannst du den Handwerk betätigen. Mitmachbuch, das stark und glücklich macht. Mhm. Und ein Manga-Zeichenbuch. Mhm. In der Kiste waren die Schuhe, ne? Ja, aber da ist noch was drin, ne?
Achso, so zwei Keramikschalen hast du gekriegt noch, ne? Ach, die wachsen macht sich nicht mehr weg. So zwei Keramikschalen. Die sind mega süß. So sehen die aus. Du magst Katzen im Moment, ne? Die Suppenschale ist ja auch eine Katze. Dann kommen wir jetzt hier zu meiner Rechten. Wie heißt das? Ein Mini-Printer. Der druckt so. Ja, zeig mal, was du ausgedruckt hast, dann kann man sich das vorstellen. So, dann sieht man, ne? Das sind halt so Schwarz-Weiß-Fotos, die man damit ausdrucken kann. Ja. Wie so ein Bongdrucker. Ja, schön! Ich habe aber noch was. Ach so, Entschuldigung. Oh. Neymar. JR, Neymar Junior. Oh, das passt. Muffi habe ich auch bekommen. So, das ist ein Muff, ne? Kann man die Hände reinmachen zum Wärmen. Muffi. Die Mütter unter euch werden das vielleicht noch wissen. Ich hatte früher so einen kleinen Muff. Mit Band drum konnte ich mir um den Hals hängen über meine Winterjacke und da habe ich dann meine Hände reingesteckt, ne? damit die schön warm war. Man hätte auch Handschuhe anziehen können, aber es war halt damals auch nicht der Muff. Hätte man auch. Ja. Das war halt schön. So, das war das Weihnachtsfeste bei uns. Ja. Und dann werden wir heute noch einen zweiten Weihnachtstag verleben und dann ist Weihnachten wieder vorbei. So schnell geht das, ne? Hm? Ja. Naja. Dann macht's man gut, ne? Tschüss. Tschüss.